Hallo zusammen, Kai Matthias von der Industriearena für Voice of CNC, heute auf der AMB am Stand von Röhmheld. Bekannt für Innovationen in der Werkstückspannung und ich darf ein paar Minuten mit Herrn Lotz sprechen, Vertriebleiter international. Und erstmal herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und kurz ein paar Worte wechseln dürfen. Und wir würden gerne einmal auf die Innovationen hier auf der AMB und auf der Messe eingehen. Was haben Sie mitgebracht? Was kann man hier auf der Messe hier präsentieren? Was gibt es Neues? Also ich muss dazu sagen, wir haben dieses Jahr sehr viel Neues auf der Messe, was wir präsentieren. Und zwar sind das im Grunde drei Schwerpunkte. Das eine sind sehr interessante neue Spannelemente für die Werkstückspannung, für die Spannvorrichtung. Darüber hinaus Sensorik, integrierte Sensorik in der Spanntechnik und zum Abschluss noch Automationslösungen für die Fertigung. Sehr schön, dann würden wir doch sagen, fangen wir doch mal mit der ersten Sparte an. Wir stehen doch, glaube ich, gerade hier davor. Vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen was sagen. Genau, ja, wir haben hier eigentlich eine Weltneuheit und zwar ein sehr kompaktes, kleines hydraulisches Spannelement, was dazu dient, in kleine Taschen zu spannen, in Werkstücken, die sehr komplexe Geometrien haben. Das ist im Grunde eine einzigartige Spannlösung, die wir derzeit bieten und wir sind so glücklich, dass wir das heute erstmalig präsentieren dürfen. Sehr, sehr schön. Also Weltneuheit ist gerade als Wort gefallen, als Stichwort. Sehr schön, dass wir da mal hier einen kurzen Blick drauf werfen dürfen. Also ja, die Besonderheit liegt eigentlich bei diesem Spannelement darin, dass es in kleine Taschen spannen kann, was derzeit mit keinem anderen Spannelement auf dem Markt möglich ist. Das ist eigentlich die Besonderheit. Also ein absoluter USP hier bei Röhmheld tatsächlich. Ja, dann gehen wir doch mal rüber zur Station Nummer 2, damit wir uns den weiteren Innovationen hier zuwenden können. Sehr schön. Wir sind an Station Nummer 2 und eben ist der Begriff der Sensorik gefallen, als wir über Innovationen gesprochen haben. Vor allem sehen wir hier Integration von Sensorik in der Spanntechnik und würde da auch nochmal die Frage an Sie richten, Herr Lotz. Wie hat Röhmheld das hinbekommen? Ja, eigentlich im Grunde ist es gar nicht so komplex. Man muss sich nur damit auseinandersetzen. Wir haben hier tatsächlich Nullpunktspannsysteme mit verschiedenen Arten von Sensorik integriert, um sie dann quasi als Daten der Maschine zur Verfügung zu stellen. Und wir können das auch hier sehr schön an dem Display darstellen in Form der Zustände auf dem Dashboard selbst. Also Sie sehen hier unten die Nullpunktspannsysteme mit integrierter Sensorik. Das Ganze wird übertragen über ein Bussystem und kann dann tatsächlich als Zustand auf dem Dashboard dargestellt werden. Und das dient dazu, um wirklich hilfreiche Daten rauszulesen aus der Spannvorrichtung, die dann in der Maschine und im Prozess effektiv verwertet werden kann. Also auch hier wieder in puncto Innovation einen großen Schritt weiter, um vielleicht für Ihre Kunden wieder Effizienz und vor allem auch Kosteneffizienz zu steigern wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Im Grunde kann man ja letztlich mit den ausgewerteten Daten tatsächlich eine Optimierung des Prozesses realisieren. Man kann damit auch Predictive Maintenance Aspekte mit betrachten, um tatsächlich rechtzeitig auch Wartungsintervalle etc. durchzuführen. Aber im Grunde geht es darum, den Prozess zu optimieren, dass der Endkunde auch einen tatsächlichen Benefit hat, zum Beispiel Ausschussreduzierung in der Produktion. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Station Nummer 3. So, wir stehen hier gerade vor einem weiteren Exponat der Firma Röhmheld. Hier soll es natürlich auch um Innovationen in der Spanntechnik gehen, vor allem wenn es um Effizienzgewinn und auch um Automationslösungen geht. Und Herr Lotz, was können Sie uns hierzu sagen? Wo schauen wir hier gerade drauf? Ja, zum einen muss ich an der Stelle mal sagen, wir sind ja nicht nur Anbieter von Sonderspannelementen und Standardspannelementen für die Werkstückspanntechnik und auch Nullpunktspannsysteme, sondern auch im Bereich der Spannstocklösung. Und hier haben wir im Grunde eine Spannstocklösung, die wir präsentieren, die voll automationsgerecht ist, das heißt in vollautomatisierte Prozesse eingebunden werden kann mit Backenwechsel, mit Vorpositionierung über einen Antrieb, sowohl elektromechanisch als auch vollhydraulisch oder sogar eine mechanische Lösung. Und somit decken wir quasi hier in einer Automation mit dieser Komponente oder mit diesen Komponenten den Bedarf ab, wo man von Losgröße 1 bis unendlich im Grunde bearbeiten kann, ohne das Spannsystem zu wechseln. Sehr, sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen kurzen Einblick in die ganzen Innovationen, die hier auf der AMB von der Firma Röhmheld ausgestellt werden. Und wer das auch nochmal nachlesen will, vieles davon auch bei Röhmheld im Digital Showroom der Industriearena zu finden. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank und noch eine erfolgreiche Messe. Dankeschön. Danke Ihnen.